Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Engadum zu einem neuen Part Minecraft Arno mit dem Zwergenfürst aus der Höhle. Ja, dicht am Grundgestein, wo wir nach Diamanten, Gold und anderen Schätzen Ausschau halten. Auf Schatzjagd gehen. So, wir sind hier schon dicht über der Lava. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein mit dem Graben. Also hier ganz, ganz sachte. Schauen, wo wir uns hingraben. Nicht, dass wir auf einmal schon gleich zu Anfang des Parts am besten beziehungsweise am schlechtesten im Lava-Feld landen. Unsere Schätze verlieren. Also ist jetzt hier oberste Vorsicht geraten. Da seht ihr schon den Obsidian, ja, könnte Obsidian sein. Das Grundgestein vor allem. Das heißt, wir sind auf Lavahöhe und sollten jetzt nur ganz, ganz vorsichtig nach unten bauen, auch zur Seite. Und da haben wir Redstone. Ich habe jetzt große Angst. Oh, Wasser drüber. Okay, da ist auch Redstone. Ich gucke jetzt hier mal ganz vorsichtig rechts und links, ob da irgendwas ist. Das Redstone brauchen wir nicht, das haben wir nicht dringend nötig. Das ist nicht ganz so tragisch, wenn das in den Lava versinkt. Aber verschenken muss man das auch nicht. So. Ja, links und rechts daneben. Oh, da ist die Spitzhacke zerbrochen. Links und rechts daneben scheint nichts zu sein. Die Frage ist, ob da drunter die Lava sich verbirgt. Eisenspitzhacke. Die brauchen wir jetzt. Oha, da geht's noch weiter runter. Eine große Redstone-Ader. Oh, weia. Das können wir jetzt eigentlich abgraben. Aber ich glaube, darunter wird es kritisch. Noch eine Ebene weiter runter. Da wäre ich vorsichtig. Wir haben jetzt das Wasser da drüber, aber wir sind tief genug, dass wir jetzt hier gleich tief in die Lava hineinfallen können. Mit großer Vorsicht. Riesige Vorsicht. Das sollten wir abbauen. So, 27 Redstone haben wir jetzt. Wir haben genug Redstone nach oben. Also an Redstone wird es uns nicht mangeln. Das ist nicht das Problem. So, ich versuche mal auf dieser Ebene hier des Flusses zu bleiben. Da ist es mir sicherer. Ich würde ungern ins in die Lava fallen. Das Gold und Eisen und die Kohle, die wir gesammelt haben, verlieren. So leicht will ich das nicht aufs Spiel setzen. Hier unten ein bisschen rumbuddeln.
Mir scheint es doch halbwegs sicher zu sein, auf dieser Ebene noch. Können wir das Wasser vielleicht irgendwie loswerden? Ach, hier war noch ein bisschen Redstone, der Rotstein. Können wir das Wasser vielleicht irgendwie abfließen lassen? Oh, da habe ich wieder was gefunden. Ein wenig Eisen. Eisenpopeisen. Na, oha, das wird jetzt gefährlich tief. Auftauchen, 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 auftauchen. Ich vergaß, dass ich unter Wasser bin. Und gleich unter Lava. Ich sehe es ja schon kommen. Große Not. Hier tauchen wir ja schon in Untiefen hinein. Alles klar. Irgendwann muss das Wasser ja gar nicht mehr mitkommen. Die Eisenspitzhacke ist eigentlich nur zum Sachen abgraben da. Na komm. Und wieder hoch, und wieder hoch, und wieder hoch. Gestorben. Zwingli ist ertrunken. Nein. Oh, verdammt. Wir müssen uns auf den Weg machen, die Schätze wieder bergen. Wir müssen es zumindest versuchen. Die Spitzhacken, die... Ja, das war hier in der Cave. Die Eisen, die Kohle, das Redstone, das Gold, das ist... Oha, auweia. Große Schande. Schnell mal wieder hier runter, versuchen wir es noch zu finden in diesem Grund des Sees, bevor es verduftet, bevor es despawnt. Hier ging es lang. Okay, sehr gut. Wir haben wieder nichts mit, aber ich hoffe darauf, dass wir hier irgendwelche, dass wir unsere Schätze wieder finden. Sehr blöd. Hier sind die Fackeln, hier geht's lang. So, hier nicht runter, da runter. Da, 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 die Schätze, die Schätze, die Schätze, die Schätze, die Schätze. Ich hab das meiste wiederbekommen. Hier, 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 runtertauchen, runtertauchen. Ich war unten, so hochtauchen, auftauchen, auftauchen, auftauchen. Schätze bergen. Nicht ertrinken. Nicht nochmal. Heilige Scheiße. So. Ich schaue mir mal an, was wir alles gekriegt haben. Redstone ist da. Gold ist da. Eisen ist da. Kohle ist da. Smaragd ist da. Die Werkbank. Zwei Spitzhacken. Wir haben eigentlich alles wieder gekriegt. Was ein Glück. Glück im Unglück. So, die Eisenspitzhacke, die Steinspitzhacke. Die Sticks sogar noch. Ofen. Ja. Das ist ja gerade so noch gut ausgegangen. Meine Fresse. So, können wir das verdammte Wasser irgendwie loswerden. Und ich grab mich halt auf dieser Ebene weiter. Habe ich echt keinen Bock auf das Wasser. Mit der Steinspitzhacke weiter abbauen. Versuch mal über dem Wasserlevel zu landen.
kramen wir uns an anderer Stelle weiter runter. Jetzt sterbe ich gleich durch Lava, weil hier links und rechts Lava lang geflossen kommt. So. Versuchen wir es hier mal ganz vorsichtig. Ohne das Wasser. So. Ganz langsam, ganz vorsichtig weiter runter. Ist mir schon oft genug passiert, dass ich in der Lava ertrunken bin. Dass Zwergi versucht hat, in der Lava zu schwimmen. So, in der Hoffnung, dass wir hier noch was finden. Je weiter wir runterkommen, je näher wir der Lava kommen, desto besser ist das eigentlich. Desto eher können wir Sachen wie Diamanten finden. Wertvolle Schätze. Vielleicht sollten wir vielleicht erstmal das Zeug hochbringen. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Holz für eine Kiste haben wir kennt's dabei? Ich frage nur. Eine Kiste können wir uns nicht machen. Und die hier oben abstellen. Eine Truhe. Nee, es sei denn, es soll eine Steintruhe werden. Holz gibt es hier unter der Erde relativ wenig. Selbst ein Leben unter der Erde auch nur beschränkt möglich. Ah, das hier ist das Grundgestein. Das eben war nur Obsidian. Da seht ihr es mal. Das kann man wirklich nicht abbauen. Obsidian kann man tatsächlich mit einer Diamantspitzhacke mit einem beschränkten Maß abbauen. Und das Grundgestein, ich glaube, da ist wirklich kein. Da kannst du deine Spitzhacke noch dran zerbrechen, deine deine Diamantenspitzhacke. Da ist kein Durchkommen. Jetzt müssen wir hier wirklich höllisch aufpassen, sonst keine Lava. Das Spiel versaut. Also eigentlich nicht nach oben graben. Das ist eigentlich ein ganz tragischer Fehler. Da kann hier gleich mal eine Tragödie passieren. Ich glaube, auf Grundgestein-Level kann man schon mal hier nach Diamanten wühlen. So, hoffentlich keine Lava jetzt hier. Erde. Was macht Erde hier auf dieser Höhe? Was zum Henker? Es wächst hier gleich noch ein Baum. Alles gleichen. Ich glaub's ja nicht. Ja, und der Steinspitzhacke natürlich, die geht auch gleich kaputt. Müssen wir uns eine neue machen. Sticks haben wir ja mit dabei. Ist nur eine Frage der Zeit, bis wir auf Lava treffen. Ja, auf Grundgesteinniveau. Dann sprudelt es mir hoffentlich nicht direkt ans Gesicht. So. Witz auch hier schon wie verrückt vor Angst drauf zu gehen. Okay, jetzt haben wir ein paar Spitzhacken. Steinspitzhacken. Die Eisenspitzhacke behalten wir uns erstmal. Heben wir auf für den Fall, dass wir Diamanten finden. Andere Schätze. Wie diese hier. Kohle. Wenn das mal keine Falle ist. Ganz sachte, ganz bedacht, ganz vorsichtig, dass wir in kein Lavafeld geraten. Eisen und Kohle. Sehr gut. Kohle haben wir jetzt nicht so dringend nötig, aber ich nehme es gerne, wenn es sich schon anbietet.
Erde? Wo kommt denn Erde auf diesem Level her? Wir sind doch hier kurz vorm. Wir sind auf dem Grundgestein. Wo kommt hier, verdammt nochmal, die Kohle her? Ich meine die Kohle nicht, aber die Erde. Was macht Erde hier? Das ist doch komplett unrealistisch, oder? Da verstehe ich irgendwas nicht. Die Physik von Minecraft ist eh etwas seltsam, aber ich meine doch verstanden zu haben, dass Erde eigentlich nur in oberen Gefilden vorkommt. Da versagt meine Stimme schon vor Seltsamkeit, vor Wunder. So, hier noch eine Fackel hinsetzen, damit wir ein bisschen Licht haben zum Graben. Schweiß am Fisch. Ist nicht das Leichteste hier auf Grundgesteinniveau zu buddeln. So, ich höre was Flussartiges, ich höre was fließen. Wird kein Fluss an der Oberfläche sein. Wenn doch, dann bin ich hier ein bisschen, dann bin ich ein bisschen klitzeknallend, ein bisschen verwundert. Dann ist hier auf jeden Fall was verkehrt. Wurde hier ein bisschen was falsch programmiert. Ach, jetzt haben wir auch noch Kies. Pass auf, gleich kommen wir oben bei unserem Haus wieder raus. Dann haben wir uns verpackt. Dann können wir hier. Oh, Lava. Hatte ich mal eine Wassermütze dabei? Ich habe Stein. Hilfe. Mach zu. Mach Lava weg. Angst. Okay, jetzt sind wir hier schon auf dem Lava-Level angekommen. Nicht reinplumpsen in Lava. Pfft. Die Lava macht pfft. Ganz vorsichtig. Mega vorsichtig. Stein. Ganz sachte. Wir wollen hier nichts riskieren. Ich weiß jetzt nicht, wo sich dieser Lavasee lang zieht. Da steigt er hier schon rüber. Ich hoffe nicht. Ja. Stein. Gefährlich. Gefährliches Leben hier. Oh. Ist das Diamant? Sieht nicht so aus. Smaragd. Jo, Smaragd. Diamant werden wir wohl hier jetzt nicht finden. Das, denke ich, wäre ein zu großer Zufall. Ich denke, die Lava ist hier auf dieser Seite. Das heißt, wir können in die andere Richtung bedenkenlos graben. Okay, hier ist er auch nicht mehr. Da ist Lava. Okay, jetzt hier vielleicht ein bisschen durchgraben. Das Ganze ein bisschen eingrenzen. Oh, Redstone. Noch mehr Redstone. Oha. Jetzt aber vorsichtig. Redstone ist gut. Aber in der Lava trinken, nicht so toll.
Grundgestein. Puh, Redstone abgebaut. Davon haben wir jetzt wieder ordentlich. Damit können wir eine ganze Fabrik bauen. Mit dem, was wir hier gefunden haben. Dem, was wir schon hatten. Da ist Lava. Da fließt Lava. Stein, 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 Stein. Puh. Da geht's mit der Lava weiter. Puh. Sekunde, ich baue mal eine Sekunde Pause. Ja. Holla je. Ist jetzt aber ein bisschen spannend hier unter Tage. Da kommt Spannung ins Spiel. Keine Lava. Keine Lava. Keine Lava. Lava. Stein. Da ist Lava. Ganz sachte. Ganz vorsichtig. Redstone. Ich will kein Redstone mehr. Ich will Diamanten sehen. Ein Lebensvorrat an Redstone. Kriegen wir hier heute. Keine Lava. Keine Lava. Keine Lava. Keine Lava. Lava. Ja. Bau zu, bau zu, bau zu, bau zu, bau zu, bau zu. Kriegst ja mit Angst zu tun. Das Feld ist ein bisschen größer. Steinspitzhacke. Noch kein Lava. Noch keine Lava. Noch keine Lava. Oh, ich höre Monster. Das freut mich nicht. Mein letzter Fackel. Wir sollten wieder nach oben gehen. Erde. Das ist äußerst seltsam. Mit der Erde hier. Lava. Ich gehe wieder zurück. Ich bringe mein Zeug nach oben. Wird mir hier zu riskant. Haben wir halt genügend Rotstein bekommen. Ich bringe die Schätze mal in Sicherheit. Bevor ich hier in der Lava ertrinke, können wir ja irgendwann wieder hier noch hinuntergehen und in der Cave mal. In der Cave mal wieder nach Diamanten suchen. Wir sind ja schon auf Grundgestein-Niveau. Wir haben schon Schätze gefunden. Gold, jede Menge Redstone. Das ist wohl eine Redstone-Mine. So, hier müssten wir noch rein theoretisch hochkommen. Oder auch nicht. Zack. Bauen wir uns halt hier mit Steinchen ein bisschen hoch. So. Ab nach Hause, ab nach oben. Das ging hier lang. Alles klar, haben wir uns hier auch einen Weg zum Grundgestein markiert. Redstone gibt es hier auf jeden Fall. So, und nun hören die Fackeln auf. Hier lang, hier sind Fackeln. Wo ging es hier weiter? Finde die Fackeln. Zurück. Hier ist ein dunkler Tunnel. Ich glaube, der führt nichts. Führt nicht dort lang, wo wir wollen. Ich glaube, der führt uns in die Irre.
Fackeln, Fackelchen. Wie komme ich nach Hause? Ich habe mich verirrt. Nach oben müssten wir eigentlich hier, oder? Bin ich hier richtig? Ja, hier. Super duper. Ja. So viel Angst und Qual unter Tage. Na dann. Haben wir den Part auch hier schon wieder hinter uns gebracht. Ich bringe das Zeug mal zu Hause. Ja, ich bringe das Zeug nach Hause. Zu Hause. Das Zeug zu Hause. Ich nicht mehr reden können Deutsch. Ja. Und dann wende ich diesen Part. Sortiere ich das Zeug noch schnell ein und dann haben wir diese Rohstoffsuche auch mal hinter uns gebracht. Sehr gut, waren dann hier wieder zwei Parts unter der Erde. Tage waren es in Minecraft wahrscheinlich mehr. Die Tage vergehen hier in Minecraft ein wenig schneller. So, jetzt haben wir hier genügend Stein. Passt vielleicht nicht alles rein. Es reibt sich, deshalb stimmt's. Aha, da haben wir hier noch die Kiste. Die ist auch voller Stein. Brauchen wir schon mehrere Kisten. Die Erde, die wir unter Tage gesammelt haben, über dem Grundgestein. Grundgesteinerde. Das ist ganz besonders, ganz besondere Erde. Die gibt es nicht so oft wieder. Die können wir auch gleich einsortieren. So. Die Grundgesteinerde hier in die Kiste voll Trick. So, Redstone, der Rotstein. Es ist heute ein Rotsteinort gewesen. Ja, da haben wir jetzt 34. Also fast 3 64er Stacks. Also Rotstein haben wir jetzt hier wirklich zu Genüge. Gold. Ein bisschen Eisen wieder. Können wir wieder was brennen. Können Goldbarren brennen. Gold haben wir auch zu Genüge. 16 Golderz und 14 Goldbarren. Da können wir uns hier mit Gold zudecken. So sieht's aus. Können wir uns goldene Rüstungen, goldene Schwerter machen, die zwar nicht viel bringen. Diamant ist das, was hier zählt, aber auch ein bisschen Kohle haben wir gesammelt. Und das Ding ist das. Kommt zu den Waffen rein, den Feuerstein, Spitzhacke. So, Samen können wir hier ablegen. Die Werkbank können wir bei Holz verstauen. Haben wir auch schon 4 Werkbänken. Warum habe ich davon nicht eine mitgenommen, statt mir eine neue zu craften? Der Ofen passt da nicht mit rein. Nehmen wir die Steinstufe halt raus. Diese eine Steinstufe habe ich jetzt hier. Das ist Kies oder was? Stöcker. Hier die Stöcker noch rein. Die braucht man bestimmt noch irgendwann mal. Und das Kies und die Steinstufe. Hier hinein. Joa, da haben wir unsere Schätze doch wieder verstaut. Draußen ist Nacht. Ja, jetzt kann ich ja wieder raus, jetzt kann ich sterben. Jetzt sind ja meine Schätze alle im Keller gesammelt. Das ist halb so wild. So, die Nacht ist angebrochen. Damit sage ich gute Nacht. Und da mich nach oben soll es echt gefallen haben. Ich bin diesen Part an dieser Stelle. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Und ja, keinen weiteren Part von Minecraft Armor mit dem Zwangfest verpassen wollt. Man sieht sich im nächsten Part wieder.
Haut rein und ciao, ciao. Übrigens, Minecraft Arnor ist nun auf meinem Kanal das längste Projekt. Herzlichen Glückwunsch dazu an Minecraft Arnor. Juhu! Pokémon Ultramond. Das Let's Play ist nun an zweiter Stelle gelandet und somit das zweitgrößte Projekt auf meinem Kanal. Minecraft Arnor. Nun das Projekt mit den meisten Parts. Das also am längsten dauernde Projekt auf Zwergenfrost LP. Yippie, juhu!